Herzlich willkommen bei der Firma DD Customs. Ich bin Dritt mit Mats Rekai und heute geht es um Ford Mustang GT. Den haben wir schon etwas länger fertiggestellt und den wollte ich heute einmal präsentieren. Und ja, da steht er. Also, Ford Mustang Abgasanlage erstmal. Gehen wir darauf ein. Da ist eine DD Exhaust Abgasanlage drin. Die ist aus unserem eigenen Sortiment, also made in Hamburg. Die Abgasanlage ist schon seit, ein halbes Jahr, ein Jahr knapp drin ist schon mittlerweile. Und ich hatte das Auto heute extra herorganisiert, damit wir ein kleines Video darüber machen und euch mal zeigen, was wir so alles hier machen. Dann lass uns einmal auf die Abgasanlage eingehen. Wir haben hier einen Anschluss von 63 mm, sind dann aufgeweitet auf 76 mm zweimal mit einer Halfpipe. Halfpipe bedeutet, dass die Abgase sich einfach treffen von der rechten Abgasbank und von der linken Abgasbank. Bringt einfach den Effekt, dass es ein extremer bassiger V8-Klang ist, so wie man es kennt bei den alten Muscle Cars. Ne? Dann haben wir zwei kleine Mittelschalldämpfer, einfach, ja, sag ich mal, Optik will und natürlich, weil sie den bassigeren Sound noch mehr widerspiegeln. Und dann geht es gleich weiter mit 2x76 mm Rohr bis nach hinten durch. Und dann müsst ihr euch vorstellen, die Abgasanlage ist dann so konstruiert, wenn die Klappe geöffnet ist, geht es komplett durchs innere Rohr. Abgase kommen dann hier raus, aus dem inneren Rohr. Das heißt Straight Pipe, einfach Rohr durch. Und sobald du die Klappe schließt, für die liebe Polizei, dass wir keine Probleme haben mit der Abgasanlage, ist die Klappe geschlossen und geht durch den Endschalldämpfer, sag ich mal. Also durchs äußere Rohr. Ne? Laut, leise. Ganz einfach. Und ja, der Kunde hatte sich damals entschieden für schwarz glänzende Endrohre. Wir haben halt Edelstahl, Carbon, doppelwandig, einwandig. Wir haben da sehr viel Auswahl, sag ich mal, an Endrohren. Und ja. Das war es eigentlich schon zu der Abgasanlage. Eins wollte ich noch hinzufügen, Abgasanlage ist ECE genehmigt, das heißt die Abgasanlage müssen wir einfach nur einbauen und dann ist das Thema erledigt und keiner kann euch was. Ihr seid komplett legal unterwegs, müsst ihr euch vorstellen. Kleines Video vom Sound machen wir gleich. Könnt ihr euch das mal alles anhören, wie es sich anhören müsste eigentlich, so ein Mustang, ne? So, kommen wir weiter zur Radreifenkombination und Fahrwerk. Verbaut ist ein KW Variante 3 Fahrwerk und ein Schmidt Drago Radsatz in 21 Zoll. Die Felgen sind in Schwarzglanz extra bestellt worden. Dann haben wir noch kleine Details gemacht, beispielsweise, kommt mal mit, die Bremssättel, die haben wir in Gelb lackieren lassen. Wollte der Kunde gerne so haben, damit er irgendwo noch Akzentfarben hat. Und dann haben wir noch einen schönen DD Custom Sticker drauf gemacht. Dann haben wir noch einen 21 Zoll Radsatz, wie gesagt, von Schmidt drauf montiert. Mit angepassten Einpresstiefen, sodass er keine Spurverbreiterung fahren muss. Dann haben wir noch ja, so kleine Akzente, wie gesagt. Hier haben wir so DD Customs Individual. Dann ist das Gelbe hier, also das Gelbe, was ihr hier sieht, um 5.0 ist normalerweise rot. Das haben wir auch in Gelb gemacht, damit das alles ein bisschen wiedergespiegelt wird halt. Ne? Wir haben vorne eine 9 und hinten eine 10,5er Felge. Und ja, dann haben wir noch des Weiteren die ganzen Anbauteile, die ihr hier seht. Die sind normalerweise in Kunststoff. Die haben wir dann auch komplett in Hochglanz schwarz lackiert. Halt. Das sieht halt viel, viel edler aus und passt auch mehr zu den Felgen und zum ganzen Auto. Und dann haben wir halt die Seitenschwelle am Heckdiffuser auch gleich in einen Rutsch mitgemacht. Und der schließt halt alles sehr gut ab mit der Abgasanlage, weil die Endrosen auch Hochglanz schwarz sind. So, im Mustang angekommen sind wir jetzt unterwegs zu einer coolen Location, wo wir ein bisschen die Fahraufnahmen, also den Sound, sag ich mal, aufnehmen können. Ja, was soll ich sagen zu dem Auto? Ist ein schönes Auto, definitiv. Des Weiteren wurde ja die Abgasanlage eingebaut. Die Abgasanlage ist auch ganz cool über die Steuerung halt vom Werk schon. Und zwar hast du das, vielleicht filmst du das mal. Du kannst hier, du hast hier extra einen Kanal für den Auspuff Klang. Das ist mega. Auf leise ist die Klappe komplett geschlossen. Auf normal öffnet sie sich 25%. Auf Sport nochmal 25%. Und auf Rennstrecke dann komplett offen, sag ich mal. Da kann man richtig Lärm machen, ne? Also wie gesagt, Ford Mustang mit einer 76 mm Abgasanlage. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ding sich anhört. Ne? Einmal zu der Location, damit ihr einmal die Abgasanlage auch mal von außen hört. Ne? Bis gleich.
chill, ich muss noch mal kurz hier zusammenbauen. F*** you, Junge. So, willkommen zurück in der Firma. Jetzt habe ich euch mal was Kleines vorbereitet. Wir haben jetzt eine Abgasanlage von dem Ford Mustang, den wir gerade gefahren sind, jetzt einmal hier liegen. Abgasanlage besteht aus drei Teilen. Das ist einmal der Mittelschalldämpfer. Der hat hier einmal eine Halfpipe drin, 63er Anschluss auf 76 aufgeweitet. Und dann geht es einmal einfach raus. Und einmal durch den Mittelschalldämpfer kriegst du halt diesen extrem coolen, also sage ich mal, geilen bassigen Sound hin, diesen dumpfen Klang hin. So ein Mustang muss nicht kreischen und so, das Ding muss einfach blubbern, vor sich her blubbern und sich anständig anhören. Also richtig schön dumpf, sag ich mal. So, dann geht's weiter mit den Mittelstücken. Die Verbindung von Mittelschalldämpfer zum Endschalldämpfer. Ja, da gibt's nicht viel zu erklären. Einfach 76 mm einmal durch bis zum Endschalldämpfer. Ne? Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir die Endschalldämpfer. Das ist eigentlich das wichtigste Bauteil an dem ganzen Auto. Und zwar, damit wir es halt straßenzugelassen bekommen. Hier einmal, wie ich euch vorhin schon erklärt habe, die Abgasanlage wird jetzt hier angeschlossen. Also die Mittelstücke werden hier angeschlossen. Wenn die Klappe dann auf ist, geht das Straightpipe raus. Wenn die Klappe geschlossen ist, geht das alles durch den Dämpfer durch und dementsprechend erreichen wir halt die legale Version. Nicht so lecker! Nach dem Endschalldämpfer müsst ihr euch vorstellen, kommen dann die Endrohre drauf. So, und da haben wir schon mal auch ein bisschen was vorbereitet. Wir haben einmal Carbon-Endrohre in 100 mm, ne, mit DD Exhaust Logo alles. So, einmal die hier. Dann haben wir Edelstahl-Endrohre. Also die sind jetzt doppelwandig, müsst ihr euch vorstellen, und abgeschrägt. Dann haben wir die gleich nochmal in Schwarzglanz. Wir können halt sehr viel variieren, sag ich mal. Zum Beispiel jetzt hier, was habe ich nur als Beispiel genommen? Haben sehr wenige Kunden genommen. Aber das ist jetzt einfach ein gerades Endrohr, einwandig. Einige wollen auch das haben, weil es denen gefällt. Ich sag mal so, wir sind sehr variabel bei sowas. Falls der Kunde irgendwelche Sonderwünsche hat, können wir das auch anfertigen, ist kein Problem. Also alles made in Hamburg halt. Ne?